Hallihallo, euer True MG sitzt wieder vor der Kamera. Und zwar, weswegen eigentlich? Weil ich eine ganz tolle Idee hatte. Ich habe eigentlich immer tolle Ideen. Ja, ich bin was ganz Besonderes. I'm special. Und zwar wollte ich eigentlich nur ein kleines Spiel testen, aber nicht für mich. Nein, ich wollte. Nein, anders. Ich habe nach einem Spiel gesucht für Lagenscheid, die ein Let's Play zu einem Trash-Game gemacht hat, wo sie nicht wusste, dass es ein Trash-Game war. Und es hat mir so leid getan. Und nun ja, nun wollte ich mir mal ein Spiel suchen, mit dem sie vielleicht mehr Erfolg hat. Mehr Spaß. Aber gleichermaßen auch Frustration. Aber auch Spaß. Spaß und Frustration und. Alles Mögliche. Und da belegte ich mir, was war es denn bei mir? Bei mir war es eigentlich Spaß und Frustration gleichermaßen. Und ich konnte mich super drüber lustig machen. Es war, ja, ich würde sagen, sowas wie Schatten der Finsternis und die anderen Spieler, die ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann. Da war noch irgendeins. Egal. Oh, Entschuldigung. Und da fiel mir ein, da meinte doch mal jemand, hey, du könntest doch mal die Hand Gottes spielen, ne? Da hast du mal wieder so einen Spaß. Hier, Spaß, ganz toller Spaß. Nun ja, nach einiger Suche habe ich dann tatsächlich eine Version gefunden, die noch funktioniert. Und ich wollte es einfach nur mal test spielen. Um mal zu schauen, kann man das überhaupt Let's Playen, weil man kann nicht wirklich nicht jedes Spiel Let's Playen. Bei manchen Spielen bleibt einem einfach nur die Mundklappe offen stehen und dann ist Sense. Und nun ja, als ich das mal angespielt hatte, Faden verloren. Als ich es dann mal angespielt hatte, bemerkte ich, dass ich einige Grimassen geschnitten habe, sowas in der Richtung wie ganz tolles Spiel. ja. Und jedenfalls, ich werde jetzt dieses Spiel nochmal spielen, von Anfang an, solange dieses Video jetzt jedenfalls noch geht. Aber ihr werdet nichts von dem Spiel sehen. Nein. Denn wenn es Lagenscheid wirklich spielt, ich werde ihr das vorschlagen. Dann werdet ihr das von ihr sehen. Genau. Ihr werdet jetzt einfach nur mich sehen. Das ist mal ein umgekehrtes Let's Play. Ihr seht jetzt nicht das Spiel, ihr seht mich. Und vielleicht habt ihr daran ja auch Spaß, ich weiß es nicht. Und extra, damit das noch viel, viel cooler aussieht, habe ich die Farben ein wenig reduziert. Das ist fast schwarz-weiß. Aber nur fast. Okay, wollen wir mal anfangen. Das Spiel hört ihr übrigens auch. Okay, fangen wir mal an. Die Hand Gottes von Ankluas oder AKA, wie er sich nennt. Ja, die Hand Gottes. Wirkt nicht schlecht gemacht an sich. Aber irgendwie aufdringlich. Neues Spiel. So richtig leicht, normal, schwer. Ich nehme den normalen Schwierigkeitsgrad. Irgendwie wird das alles ziemlich aufdringlich. Musik. Die im Spiel vorkommenden Namen entstanden aus Zufall auch nicht schon wieder. Es ist nicht beabsichtigt, dass durch dieses Spiel Namensschädigung oder Diskriminierung hervorhebt. Ja, genau wie bei dem letzten Spiel, wo du der Endcharakterin, die ich beschimpft habe, den Namen der Freundin gegeben hast. Ja, ganz toll. Intro ansehen. Ja, muss ich. Das ist der lustigste Teil übrigens. Ein Ladebalken. Ich glaube nicht, dass das Spiel wirklich lädt. Das soll einfach nur Effekthascherei sein. War das nicht schon im ersten Teil? Hä? So wird's nicht enden. Das kann so nicht enden. Also, das Charakter gerade. Niemals! Und deine Sklaven werden mich auch nicht hindern. Sklaven? Ja. Was? Was? Hä? Riesen Gegner. Okay, ganz viele HP und. Ach, naja, okay, bis hierhin habe ich ja schon mal gespielt. Einfach mal die gleiche Technik einsetzen. Eine Technik namens die Hand Gottes.
Wahrscheinlich heißt das Spiel deswegen so. Man setzt die ganze Zeit nur diese Technik ein. Ich bin im Intro und muss ständig kämpfen. Das ist kein Intro. Das ist Müll. 4500 ungefähr abgezogen. Mit jedem Hand Gottes. Ja, ist das spannend. Ja, yeah. Cool. Hand Gottes. Er hat noch drei andere Techniken. Ja, jetzt kann ich mal direkt mit euch reden. Hey, besiegt. Ich bin fröhlich, glücklich. Ja, so seht ihr jetzt auch mal, wie ich mich vor der Kamera verhalte. Ich weiß nur nicht, ob jetzt dieses Video von mir flüssig aufgenommen wird. Weil ich habe jetzt gleichzeitig das Spiel zu laufen, ein Aufnahmeprogramm, das Video und natürlich meine Stoppuhr. Vielleicht mal auch ein Zweiteiler draus, ich habe am Anfang viel geredet. Falls euch natürlich interessiert, ich weiß nicht. Obwohl, irgendwen interessiert es ja immer. Vor allen Dingen die Stalker. Ich meine die Personeninteressierten. Technik, die Hand Gottes. Es kann sein, dass ich jetzt nicht sehr viel sagen werde. Das Spiel nimmt mich einfach mit. Diese Musik ist... Wow. Ey. Sowas würde ich in der Disco hören, wenn ich denn in den Discos gehen würde. Items. Ach, halten. Und jetzt schreit er. Du bist zu weit gegangen! Wärst du weit gegangen? Intro und hier wird gekämpft, ey. Intros wird nicht gekämpft, Intros wird erzählt. So, kannst du kurz laut werden? So. Entschuldigung. Mache ich normalerweise nicht. So, ein bisschen heilen, ein bisschen Lichterfüllung. Ja, die MP, die Lama-Punkte sind hier. Okay, ist das zum einsamen Gegenstand. Ach nee, kein Gegenstand, ist im Speichern. 2, 3, 4, 5. 5 Speicherslot. Hä? Da sind schon 5 Speicherpunkte drin. Aha. Das ist nämlich jetzt irgendwie ein Helsing hier. Das ist. 2 riesige Gegner. Das ist zwar cool, aber. Bei der Musik schläft man ein. Ich mach ein bisschen lauter. Im Testspiel habe ich übrigens weniger geredet als jetzt schon. Ich habe das Gefühl, je länger ich diesem Spiel zusehe, umso mehr verblöde ich. Oh. Mufasa drücken, nicht angreifen, Hand Gottes! Hand Gottes ist eine tolle Technik. Da, wieder 4500 abgezogen. Ungefähr. Plus, minus 100. Ja, schwer fliegt hoch. Der Typ macht eine Rolle nach vorne. Zack, fühlt sich ganz toll. Dann werden wir mit Feuer eingegriffen. Oh, habe ich Angst. Wir sind im Intro. Was soll denn schon passieren? Ja, und Gottes. Ich habe noch, glaube ich, irgendwo gelesen. Mal abgesehen davon, dass es eine Attacke namens die Hand Gottes gibt, hat das Spiel überhaupt nichts mit einer Hand Gottes zu tun. Nichts mit dem Gott, nichts mit einer Hand. Aber hier kommen Hände vor. Überall, Hände. An den Personen. Oh Mann, wie viele Gegner sind denn das noch? Und dann kommt immer so ein großes Kreuz mit rotem Hintergrund angeflogen. Jetzt aber oh, zwei dieser... Oh Mann, wie viele noch? Oh, ist das eklig. Oh. Nee. Lalalala. Das sind irgendwelche Schattentechniken. Leck mich. Tasche. Ja, ein bisschen heilen hier. Ja, noch ein bisschen angegriffen werden. Oh, macht das Spaß. Oh, wir sind nein. Jetzt sind wir wieder geheilt. Gut. Hand Gottes! Ich sag, nur Spanien. Oh Gott, Lustig. Ich krieg mir jemand ein. Ich soll Lustig. Ich soll lustig, ich spring gleich im Kreis. Ich zieh mich gleich aus und spring im Kreis. Ja, genau. Genau das mache ich. Ja. Ich hoffe, das wird mich irgendwie ein klein wenig nerdig und irgendwie ein klein wenig abgedreht. Ich bin Meister im Grimassenschneiden.
Ja. 15.000 Auszeichnungen im Grimassenschneiden. Ja. Vergeben von mir selbst. Mein Gott, ich. Ja, wieder Schatten eingegriffen. Ah. Oh nein, wir haben nur noch 50 Lama-Punkte. Jetzt haben wir 0 Lama-Punkte. Was soll's. Also ich mache Mana-Punkte, aber ich denke, ihr habt mein letztes Let's Play-Video gesehen. Oder das vorletzte, vorvorletzte Lama-Punkte, oder? Maxime Lama-Punkte. Finde ich immer noch lustig. Ich nenne es jetzt wahrscheinlich immer so. Lama-Punkte. Könnte man zu Lebenspunkten sagen. Sobald ich mich das nächste Mal verspreche, weiß ich es. Ja, jetzt habe ich nochmal angegriffen. Jetzt habe ich nur 562 abgezogen. Das willst du mir eh nicht. Oh, ich bin ja gleich tot. Starker Heiltrank. Mann. Tot? Was?